Jo, und willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Im letzten Part ein Sieg, eine Niederlage, nicht ganz so nice gewesen. Wenn es euch interessiert, guckt ein paar Tage vorher bei mir in den Uploads rein. Da ihr seid dann drin. Part 2 von, keine Ahnung. Ich habe noch längst nicht alles abgedreht. Keine Ahnung, wie weit ich noch komme. Und das werden wir jetzt herausfinden, ob da nach diesem Part noch ein Part mehr kommt. Lasst euch überraschen. Was wird unser nächster Gegner sein? We want to have a look. Und stopp. Komm, fang dich. Es wird ein würdiger Gegner. Gul'dan gegen Uther. Okay, wir haben Ich keinen werde Flächenremover ehrenhaft kämpfen. mehr, Euer außer jetzt Sieg wird explodierendes mir Schaf. gehören. Aber abgesehen davon haben wir wirklich keinen Flächenremover. Dich möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Dich kann ich eigentlich sogar behalten. Kommt recht nice. Schön günstig mit dem Beschwörungsportal. Ja. Setzen wir in Runde 2 das Scharf. In Runde 3 das Beschwörungsportal und dann geben wir richtig Gas. Wenn das nicht sofort abrollt. Melde mich zum Dienst. Stört mich nicht. Ich nutze mein Gut Scharf. gespielt. Okay. Melde mich Ah, zum Dienst. Taktchen zu früh gefreut. Und du hast auch nur 4 Leben. Könntest du ohne Problem abräumen. Was mir nicht gefallen möchte. Okay. Runde Nummer 4. Mache ich so. Hat er wenigstens was liegen, was er abräumen kann. Was mir nicht Es ganz so tut weh mir leid. tut. Tretet bei oder Ja, zieh du mal sterbt deine Karten. oder bleibt. Willst du 3 ziehen oder nur 2? Ah, okay, er zieht Mein 3 neues Karten. Rezept wird euch gefallen. Mal gucken, was er uns jetzt entgegenwirft. Es tut mir leid. Runter! Ja, hätte man mit rechnen können. 4 ist auch zu schwach. Aber mit dir kann ich schon mal wieder ein bisschen Blödsinn machen. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Danke. So ein bisschen kastriert vom Angriff her. Naja, mit 2-2 kann ich leben. Klarmachen zum Entern. Er kann Karten ziehen und Karten ziehen. Und das bringt nur 3 Schaden. Ja, sind aber genug Schaden. Danke. Zieh du mal deine Karten. Ich habe nämlich da eine Idee. Ich mache mich jetzt da ein Deck leer. So, nach und nach. 16, 20. Geladen und entsichert. Könnte sogar durchaus funktionieren. Wird zwar eng, aber es könnte funktionieren. Knapp
Tempel mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Zumindest kann man es ausprobieren. Wenn es daneben geht, geht es daneben. Zieht noch eine Karte. Kann ich Bedarf würfeln? Oh, ich würde jetzt gerne. Für den König. So. Mit dem kann ich wieder ein bisschen Blödsinn machen. Wisst ihr, was mache ich auch? Ehre. Zack, jo, zieh eine neue Karte. Zwei, fünf, sechs, fünf übrig. Das war's. Könnte klappen. Zumindest noch eine Runde rauszukitzeln. Vertrauen in das Leben. Ich hab noch eine Runde rausgekitzelt. Okay. Beschwörungsportal. Kitzeln wir noch ein Ründchen raus. Schilde hoch! Ah, noch nicht mal ganz, schade. Ja, komm, oder von sich aus uns platt machen. Den Triumph gönnen wir. Ja, der macht eh nichts. Dieses Mal ist gut gespielt. Ja, ist gut gespielt, noch rausgekriegt. Gut, gut. Und jetzt geht es um die Wurst. Ja, und wir sind von den 8 zu gewirkten Zauber ein bisschen höher, weil ich noch ein bisschen Ranked gespielt habe. Mit einem Deck, was interessanterweise wieder recht gut funktioniert. Weil ich noch ein bisschen bearbeiten muss mit den GVG-Karten. Habe ich euch, glaube ich, sogar schon vorgestellt, mal ein Secret-Deck, Mage. Ich gucke nochmal nach. Wenn nicht, dann stelle ich es euch in der jetzigen Form vor und dann nochmal eine bearbeiteten Version. Beziehungsweise bearbeiteten Version, passt besser. Das wird aber beides nicht mehr heute passieren. Und egal wie dieser Kampf ausgeht, also der Part dieser Kampf, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Das war's. Danach ist heute für mich mit Hearthstone aufnehmen Schluss. Habe ich was anderes aufnehmen war ja noch nicht. Weil ich Real Life auch noch ein bisschen eingespannt bin und da noch was tun muss für. Ja. So ein kleines Drecksvieh. Können wir da nicht irgendwas gegen machen? Ja, kann ich den direkt ausspielen? Mein neues Rezept. Großartig, andere Sachen gibt es ja leider nicht. Lieber einen Tucken früher ausspielen und den gleich wegräumen, bevor ich gar nichts da liegen habe. Dann baue ich jetzt ja so ein bisschen Druck. Auf Runde 3 kann er da noch nicht viel machen. Runde 4 kann ich ja mit dem Felsenkieferdruck absichern. Natürlich habe ich da jetzt auch eine andere Möglichkeit. Legt euch nicht mit Zahner an. Der Gnom ersetzt sich ja zum Glück auch selber.
wenn er stirbt. Durch die eine Einsatzkarte, die wir hier dazu kriegen. Ein Angriff dazu, auch nicht verkehrt. Können wir den Trog noch ein wenig stärker gestalten. Begrüßt die Lehre. Au! Okay. Das war's. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Stört mich nicht, ich räume mich trotzdem ab. Vier um zwei verringert ist okay. Dann kriegen wir in der nächsten Runde wahrscheinlich auch Grühl raus. Und da wird er sich dann überlegen, wie er ihn abräumen möchte, wenn er ihn abräumen möchte. Ich bin bereit. Ja, dann kriegen wir Grühl jetzt doch noch nicht raus. Schattenblitz ist mir noch nicht wertvoll genug. Ja, beziehungsweise wertvoll genug schon, aber nicht kostengünstig genug, um ihn wirklich einzusetzen in der Situation eben. Ja, danke. Egal. War ein 1-1-Tausch. Und wenn er was gehabt hätte, um was Großes wegzumachen, hätte er es eingesetzt. Wer rechnet schon mit sowas Gemeines wie Grühl? Ich rechne mit sowas auf jeden Fall nicht. Da ist der Schattenblitz jetzt sinnvoll. Na, hast du Schattenwort tot? Nö, hat er nicht. Auch gut. Bereit, mein Herr. Dann fangen wir jetzt an zu knabbern. Grühl wird übermächtig. Und das sehr, sehr schnell. Ich glaube, spätestens jetzt beißt er sich in den Hintern, also seine Kombination mit der Schattenpriesterin oder wer das war, mit den Schaden aus Heilung machen und seinem AE zu früh gezogen hat. So ein Flächenremoval setzt man auch nicht für zwei kleine ein. Fünf reicht nicht. Okay, da ist der Spot sogar recht gut jetzt aufgehoben gewesen. Da muss ich echt meinen Hut vorziehen. Ja, das Schaf werde ich jetzt definitiv nicht einsetzen. Wenn die darauf besteht. Ja, jetzt darf er sich überlegen, wen er Platz macht. Weil ihn hat er ja selber gespielt gehabt, also weiß er um seine Vorzüge. Ganz ehrlich, mir wäre das wahrscheinlich auch das wert gewesen, um diese Hausnummer von Grühl wegzukriegen.
für jeden anderen Diener auf dem Schlachtfeld. Noch ein Achter. Jetzt haben wir schön was an Late Game da liegen. Ja, eine Late Game Karte. Nichtsdestotrotz, die eine Late Game Karte ist stark genug, um ihm Druck aufzubauen, noch und nöcher. Und wenn er da jetzt irgendwie gegen kontern könnte, hätte er es schon gemacht. Du räumst da ab. Du kriegst noch ein Königchen mehr Schaden. Muss reichen. Ich möchte unser Leben nicht nach unten pushen so sehr. Jetzt haben wir da gerade, ja, 11, 12, 13 Schaden liegen. Dich noch dahin. Und ich möchte den gerne abräumen. Ja, möchte ich. Weil ich jetzt noch einen zweiten Plan in der Hinterhand habe. Deswegen wollte ich das jetzt. ...33 hatten wir angefangen. 43, 53, ja gut. Damit habt ihr auf jeden Fall noch einen Part vor euch, liebe Leute. Zwei Kämpfe, ein Sieg, eine Niederlage. Genauso wie im letzten Part. Also, vielleicht klettern wir doch noch ein bisschen weiter nach oben. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Let's Play Hearthstone mit dem Hexenmeister. Bis dann, ciao!